Ja. Hallihallöchen, meine Freunde. Hä? Ah, okay. Ja. Moment, gleich. So, jetzt aber. Hallihallöchen, meine Freunde. Und damit herzlich willkommen zu Mr. Prepper Demo. Ja, gratis für Lauspiele beinhalten ja theoretisch auch Demo-Versionen. Und dann dachte ich mir, oh, das ist ja cool. Wie er hier chillt und da. Okay, cool. Da dachte ich mir, warum auch nicht mal eine Demo spielen? Mr. Prepper. Ja. Hier mal schauen, Sprache, okay, gut. Hä? Grafik, Ja, okay, gut. Helligkeit, machen wir gleich mal ein bisschen mehr. Wegen YouTube. So. Anwenden. Audio, okay, gut. Steuerung. Oh, ja, interessant. Naja, ich denke mal, das werden wir dann noch rausfinden. So, ja, Mr. Prepper, Demo. Wie gesagt, Demos gehören eigentlich auch zu Spielen für Lau, deswegen wollte ich hier mal reinschauen in Mr. Prepper. Könnte, glaube ich, ganz interessant werden. Und deswegen, ja, will ich gar nicht mehr weiter rumquatschen. Wir machen ein neues Spiel. So, also Mr. Prepper gibt es schon zu kaufen. Und aber ich bin mir nicht sicher. Deswegen dachte ich, ja, spiele ich mal die Demo. Was soll's? Musik ist ziemlich laut, aber wir wählen mal. Die Musik ist echt arg laut. So ist besser. Okay, ja. Neues Spiel-Slot wählen. So, Tag 1, Version 0, gespeichert, erstellt. Okay, spielen. Also ich habe keine Ahnung, wie man spielt. Es ist quasi ein Prepper. Es steht irgendwas bevor. Atom, was auch immer. Man hat ja gerade gesehen, Atomangriff oder so. Und wir müssen uns vorbereiten. Schützen, vorbereiten, einlagern, sammeln. Was halt zum Prepper-Dasein alles dazugehört. Tja. So. Okay. Bin mal gespannt, das ist der Ever Prolog. since the plague and the change of the government, this town has been unbearable, lifeless, filled only with boredom, Die propaganda, and control. I've tried to escape, and I've failed this time. But I'll find a way. They call me Mr. Prepper. Mr. Prepper. Hört sich ganz nach Corona an, die Seuche. Seit der Seuche und dem Regierungswechsel ist diese Stadt unerträglich, leblos, nur voller Langeweile, Propaganda und Kontrolle. Mein Fluchtversuch ist gescheitert, dieses Mal. Aber ich werde einen Weg finden. Sie nennen mich Mr. Prepper. Drücke irgendwas, um fortzufahren. Ich drücke meinen Teddybär. So. So. Und wir sind zurück an Ihrem Wohnort, Bürger. Wegen dem Fluchtversuch haben wir Ihr Fahrzeug konfisziert. Dies ist ein Standardprotokoll. There, somewhere, over. Was? Irgendwas? There. Okay. Verrückt. Moment. Einmal ganz kurz. Und so, einmal kurz geräuspert. Aha, wie die Autos hier durchschießen. So. Natürlich ist es Ihnen auch verboten, ein neues Fahrzeug zu kaufen oder zu registrieren. Die Agentur drückt ihre Hoffnung aus, dass Sie es nicht noch einmal versuchen werden, aus Murricoville zu fliehen. Oh, natürlich. Ich habe es vor, mich wieder in diese wunderschöne Stadt zu verlieben. Das ist eine lobenswerte Einstellung, Bürger. Von nun an sind Sie auch auf Bewährung.
Ich werde regelmäßig für eine kleine Inspektion vorbeikommen und nach staatsgefährdenden Aktivitäten und Gegenständen Ausschau halten. Dies ist ein Standardprotokoll. Ich bin mir sicher, dass Sie Folge leisten und meine Besuche nur eine Formalität sein werden. Gott schütze den Präsident. Möge Gott ihn schützen. Ja, tschüss. Tutorial. Dies ist ein Tutorial. Lass mich dich herumführen. Aha. Ah ja, okay. Hiermit WASD. Bewege die Kamera mit dem da. Oder WASD. Bewege Mr. Prepper mit dem da. Ah ja. Ja, ah, schön. Hm. Zeit sich vorzubereiten. Stromkasten. Doppelklicken, um zu rennen. Zweimal. Naja. Auf irgendein Objekt, um zu sehen, was du damit machen kannst. Inspizieren. Pflanze. Moment. Ja. Nicht alles auf einmal. Pflanze. Eine Zimmerpflanze. Rein dekorativ. Hat nicht einmal einen Namen. Okay. Inspizieren. Sofa. Ein weiteres Stück Möbel. Was? Verkaufe es oder zerlege es. Inspizieren. Stromkasten. Der Stromzähler zeigt den aktuellen Leistungspegel in deinem Haus. Und Bunker an. Naja. Interessant. Ah, da ein Zeppelin, wahrscheinlich mit dem Präsidenten. Du bist nach dem Fluchtversuch müde. Du verdienst ein Nickerchen. Erstmal gucken wir natürlich hier die Bilder an. Leinen. Eins deiner unbezahlbaren Gemälde. Ach, da wird immer gleich hier aufgedröselt, was man da rauskriegt. Tisch. Ah. Ich würde gerne ein kurzes Nickerchen, für ein kurzes Nickerchen ins Bett. Nützlich zum Aufbewahren von Flüssigkeiten. Kann zerlegt werden, eine gute Quelle für Materialien. Teppich. Lass niemanden unter deinen Teppich schauen. Unter den Teppich. Was haben wir hier? Pflanze. Eine Zimmerpflanze. Hm. Tisch. Ah, ein weiteres Stück Möbel. Verkaufe oder zerlege es. So, haben wir hier irgendwas? Lesen. Vorbereitung statt. Ah, hier. Zweiter Tag wahrscheinlich. Monat 1. Gut. Hm? Ich bin zu müde. Wie wäre es mit einem kurzen Nickerchen? So, kann ich hier zur Tür? Nein. Dann gehen wir hier. Öl, Benzin. Öffnen, inspizieren. Kraftstofffass. Lagere etwas Treibstoff, um deinen Generator in der Zukunft zu betreiben. Was haben wir hier? Nur eine normale Holzkiste. Leicht zu zerlegen. Kommen wir hier auch hin? Stoff. Grundmaterial. Nutze es, um Kleidung herzustellen. Okay. Können wir hier? Ja, hier können wir auch hin. Ja, gut. Wir machen ein Nickerchen. Oh, was ist das? Ah, das ist ja hübsch. Ach, Wasservorrat. Okay, the ultimate plan. Nickerchen. Ah. Ach, ist das süß. Hier die Zeit. Na, ah, hier oben füllt sich unser Schlafbalken wieder auf. Hunger. Du bist hungrig. Geh etwas essen. Ja, natürlich. Also öffnen, inspizieren erstmal. Verwende ihn, um dein Essen zu lagern und schütze es, damit es nicht schlecht wird. Öffnen. Nur essen. Aha, Salat. Suppe. Eine normale Portion Essen wird dich in schwierigen Zeiten retten. Energy Drink.
Karotte, du kannst sie gekocht essen aus Gemüse, ja, okay. Ja. Hier. Aufteilen, alles essen. Eine Karotte gegessen. Salat. Wir essen mal den Salat. So, haben wir gegessen. Das ist deine Vorbereitung. Halte deine Vorbereitung hoch. Es ist dein wichtigster Wert. Ah ja. Hier. Wenn er auf Null fällt, wirst du in Ohnmacht fallen. Ach hey. Bleibe satt und ausgeruht, um ihn hochzuhalten. Okay. Ich sollte mal auf meinen ultimativen Fluchtplan schauen. Ja, dann schauen wir doch mal hier hin. Lesen. Ziel Nummer 1, überleben. Ziel Nummer 2, flüchten. Bau einen Bunker. Baue den ersten Raum von meinem Bunker. Heben wir den ersten Raum deines Bunkers aus. Was war hier? Umdrehen? Dafür ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Okay, ah, hier. Moment. Ah ja. Ah, und... Ah, okay. Mit Maus kann man auch noch rauszoomen. Ah ja. Bauen. Ah, okay, die Zeit verringt. Da wird geschaufelt. Sehr gut. Alter Freund, du musst eine Leiter für deinen Bunker herstellen. Decke zuerst deine vertraute Werkbank auf. Aha. Inspizieren. Das ist, glaube ich, ganz lustig, ja? Okay, Stoff, gut. Ich werde eine Werkbank brauchen, um eine Leiter zu bauen. Nehmen. Stoff. So, Werkbank. Deine Werkbank ist ein bisschen rostig. Schaue nach, was du brauchst, um sie aufzufrischen. Inspizieren. Aha. Eine Werkbank, der beste Freund eines Preppers. Herstellen, zerlegen und Arbeitsmagie. Es wäre besser, wenn sie versteckt bleibt. Okay. Und jetzt? Handel, du brauchst etwas Metall und Holz. Fange an mit dem Kauf und was? Von 8 Einheiten Metall. Wo machen wir das? Hier draußen. Lauf mal hier hin. Wir haben hier eine kleine, aber sehr enge Gemeinschaft an irgendwas. Handeln. So, Zeit zu handeln. Mache eine Bestellung und hole sie in 2 Stunden ab. So sollte das klappen. Sehr gay. Kaufen. Wie viel haben wir denn? Acht auf Lager. Mein Geld 50, okay. Brauchst etwas Metall. 8 Einheiten Metall. Wie viel habe ich denn jetzt? Ist das Metall? Woher weiß ich? Ach, hier, 5, 6, 7, 8. So, handeln. Gehandelt. Ah ja, das ist dein Vertrauensniveau mit deinen Nachbarn. Ah ja, gut. Level 2, sehr schön. Hat irgendwie was von dem Handy-Game hier. Jedes Mal, wenn du dein Vertrauen verbesserst, erhältst du Zugang zu mehr und besseren Angeboten.
Durch Weiterempfehlungen deiner Nachbarn kannst du auch weitere Händler freischalten. Okay. So, hier läuft eine Zeit. Wald, geh in den Wald und suche etwas Holz. Wald. Naja. Bisschen kompliziert, aber geht schon. Ah, ich liebe die Natur. Geruch nach Abenteuer. Into the woods. 0 von 3 Baumstämme. So, was haben wir hier? Baumstamm nehmen. Okay, hier haben wir noch einen Baumstamm. Beeren. Ah. Ja, nehmen. Traps Area. Hier haben wir noch mehr Beeren. Was kann ich hier mitmachen? Inspizieren. Seilbahnstütze. Wird zum Reisen zwischen Waldgebieten benutzt. Muss zuerst repariert werden. Okay. Dann holen wir lieber noch ein bisschen Holz. Und Beeren. Geh zurück nach Hause. So, Mr. Prepper ist zu Hause. Oh je, heute muss ich viele Briefe austragen. Oh je, heute muss ich viele Briefe austragen. Reden? Ah, hier. Alles nehmen. So. Dann zurück zur Werkbank. Da kommt er schon. Baumstamm zerlegen. Ja, wir werden müde so langsam. Okay. Du hast Post. Verbessere deine Werkbank. Wo ist die Post? Herstellen. Kommt er? Ah, okay, er läuft ganz gemütlich. Oh, wir müssen schlafen und essen schon wieder. Okay, Leiter. Aber wir gehen erstmal. Wie komme ich hier wieder? So. Schlafen. Hey, was? Ein kurzes Nickerchen. Dafür ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt zum Schlafen. Naja, dann Nickerchen auch nicht. Was? Was tut der da? Vielleicht essen wir was? Nein? Nickerchen? Nein, dafür ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Okay, gut. Dann stellen wir halt eine Leiter her. Mein Gott. Ja, wunderbar. Leiter, was? Leiter? Ja, platziere die Leiter, drag and drop. Drag und drop sie. Hier? Nein, hier.
Moment, wo ist mein Inventar? Hier. Ah, jetzt. Sehr gut. Licht. Du brauchst Lampen für deinen Bunker. Dafür brauchst du Glas. Zerlege etwas in deiner Werkbank. Links und Alt zum schnellen Aufheben. Okay, wir müssen aber schlafen jetzt erstmal. Nickerchen. Ey, wann ist denn dann der richtige Zeitpunkt? Hilfe. Gänge und zerlegen nicht in der Demo-Werkbank Level 2. Okay, gut. Werkbank. Was ist das hier? Ach, das ist dieses Glas. Nehmen. Hier nehmen. Ich würde ja gern schlafen, ne? Naja, offensichtlich darf ich nicht schlafen im jetzigen Moment. So, reicht das? Hier hat es auch noch Glas. So. Fünfmal grüner Teller. Zerlegen. Mr. Prepper kann neue Rezepte lernen, indem er Dinge zerlegt. Wandlampe. Beet. Kannst es jederzeit wieder bauen. Einmal Glas, okay. Ah, schön. Wandlampe. Platziere die Lampe in deinem Bunker. Drag and drop sie. Hier würde ich mal sagen. Keine Dunkelheit mehr. Ah ja, ach so, jetzt hat er sie quasi. So, jetzt ist aber Zeit zum Schlafen. Du musst vor 3 Uhr schlafen gehen. Wo ist denn die Uhrzeit? Ach, hier oben. Na ja, gut, dann lass uns mal eine Runde schlafen. So, dann würde ich sagen... Ah, Tag 1, jetzt ist Tag 2, okay. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal eine kleine Folgenpause und gehen auch schlafen und sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play, hier bei Mr. Prepper. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.